Entonces empiezo a soñar con trenes que descarrilan, se amacan antes de caer, rompen los rieles, largan chispas, y después viene ese ruido, previo a la detención, tan estridente, que hace doler las muelas, que conmueve, como cuando la navaja raspa en la zona de la nuca y las cabezas se estremecen. Y no importa si es Bicho Sousa o el viejo Berman, las espaldas se sacuden como los vagones de un tren descarrilando, escalofrío que le llaman. Después hay un ardor en la nuca y la picazón del cepillo entalcado rodeando el cuello y una primitiva calma. Da träume ich von Zügen, die entgleisen. Sie schwanken, fallen um, die Schienen brechen auseinander, Funken sprühen. Dann folgt dieses schrille Geräusch unmittelbar vor dem Halt. Man bekommt davon Zahnschmerzen, es schüttelt einen durch, wie wenn das Messer den Nacken ausrasiert und ein Schauer über den Kopf, über den Rücken läuft. Und egal, ob es Bicho Sousa ist oder der alte Bärmann, der Rücken erzittert wie die Waggons eines Zuges beim Entgleisen. Ein Frösteln, wie man das nennt. Hinterher ist ein Brennen hinten im Genick. Und das Prickeln der mit Talgpuder eingestäubten Bürste, die über Hals und Nacken fährt. Und eine uralte Ruhe. Primero escucho la respiración seca de Miguelito Barrios. La escucho mientras camino detrás de su madre, rumbo a la pieza. Cuando entro, veo un bulto cubierto por unas cobijas en la penumbra de una habitación que huele a remedios y a desinfectante. Cuando me ve, le viene la tos. Y el ruido extranjero de la tos me hace acordar a mi padre, enfrente, también acostado, acompañado por la señora Marta, sentada en una silla junto a la cama, arreglándose las uñas rojas. Gracias, larga la voz seca de Miguelito Barrios. Yo solo les tiro una mueca, una sonrisa medida. No sé hablar en estos casos. Y más si se trata de Miguelito Barrios, mirándome con tristeza, tratando de querer decirme algo. Algo que lo lastima, tanto o más que la tos extranjera que le brota inesperadamente y le hace tronar los pulmones y el cuerpo y las cobijas de la cama que se arrugan sobre los futuros restos de Miguelito Barrios. Pero no dice nada. Le empiezo a cortar el pelo, las puntas rubias, secas, caen sobre un manto azul que puse encima de las sábanas. Afuera comienza a escucharse el ruido de la cuadrilla, trabajando en los últimos detalles. El calor empieza a sentirse. Pienso si Miguelito Barrios aguantará hasta las fiestas. Pienso entonces en mi padre y el verano, y pienso en la señora Marta y el verano. Miguelito Barrios me agarra el brazo, nervioso. Tiene la mano húmeda, transpira. No digas nada, le digo. No te preocupes. Y esas palabras lo lastiman más. Larga un llanto pequeño. Murmura el comienzo de una aclaración, el comienzo de un pedido de disculpas. Le impongo mi voz sana, poderosa, para borrar su presencia. Le digo, Miguel, tranquilo, pasó mucho tiempo. Lo peino con una raya al costado. Lo preparo para el adiós. Entonces salgo de la casa de los Barrios pensando si es justo perdonar a un moribundo. Cruzo la sombra de los Paraísos. La cuadrilla termina de cargar las herramientas en los camiones municipales. El cañaveral ya no existe, lo han desmontado. Y por donde pasaban las vías ahora hay un camino nuevo, una diagonal, que parece más bien una herida cerrada. Parece ese camino entonces el recuerdo de un tajo irremediable en la tierra. Erst höre ich den trockenen Atem von Miguelito Barrios. Ich höre ihn, während ich hinter das seiner Mutter hergehe, Richtung Zimmer. Als ich eintrete, sehe ich eine unförmige Gestalt unter ein paar Decken, die im Halbdunkel eines Raumes, in dem es nach Medikamenten und Desinfektionsmitteln riecht. Als er mich sieht, bekommt er einen Hustenanfall. Und das fremdländische Geräusch des Hustens lässt mich an meinen Vater denken, der drüben im Haus genauso da liegt, in Gesellschaft von Frau Martha, die auf einem Stuhl am Bett sitzt
und sich die roten Nägel zurechtmacht. Danke, kommt die trockene Stimme von Miguelito Barrios. Ich bringe ihm nur eine Grimasse entgegen, ein gemessenes Lächeln. Ich finde in solchen Fällen keine Worte. Schon gar nicht bei Miguelito Barrios, der mich traurig ansieht und versucht, mir etwas zu sagen. Etwas, das ihm auf der Seele lastet. So schwer oder noch schwerer als der fremdländische Husten, der unerwartet aus ihm herausbricht. Und von dem ihm die Lungen dröhnen und der Leib und die Decken im Bett den Falten über den künftigen Überresten von Miguelito Barrios legen. Aber er sagt nichts. Ich mache mich daran, ihm die Haare zu schneiden. Die blonden, trockenen Spitzen fallen auf einen blauen Umhang, den ich über die Laken gebreitet habe. Von draußen werden die Geräusche des Bautrupps hörbar, der die letzten Handgriffe vornimmt. Die Hitze macht sich allmählich bemerkbar. Ich überlege, ob Miguelito Barrios bis Weihnachten durchhalten wird. Und da denke ich an meinen Vater und den Sommer. Und ich denke an Frau Martha und den Sommer. Miguelito Barrios packt mich am Arm, angespannt. Seine Hand ist feucht. Er schwitzt. Sag nichts, sage ich zu ihm. Mach dir nicht so viele Gedanken. Und diese Worte schmerzen ihn noch mehr. Er schluchzt leise auf. Setzt tonlos zu einer Erklärung an, zu einer Entschuldigung. Ich halte ihm meine Stimme entgegen, die gesund und kraftvoll ist, um seine Anwesenheit auszulöschen. Ganz ruhig, Miguel, sage ich, das ist lange her. Ich ziehe ihm seinen Seitenscheitel, bereite ihn für den Abschied vor. Dann verlasse ich das Haus der Barrios und mir geht durch den Sinn, ob es recht ist, einem Sterbenden zu verzeihen. Ich laufe durch den Schatten der Paradiesbäume. Der Trupp lädt das letzte Werkzeug auf die städtischen LKWs. Das Schilf gibt es nicht mehr. Sie haben das Gelände trockengelegt. Und wo früher die Gleise verliefen, ist jetzt eine neue Verbindung, eine Landstraße, die eher einer vernarbten Wunde gleicht. Und so erinnert diese Straße an einen nicht wieder gut zu machenden Hieb in die Erde.